Ach so, Moment, das war. Ja, hier haben wir schon den gelben Piesewuchs, sehe ich gerade. Also ist das nicht ganz so fremd für uns? Oh, schön gestaltet. Sterbe ich, wenn ich? Ja. Aber Mario ist selber so grünlich. Der sieht ein bisschen verkackt aus, ehrlich gesagt. Die Gegend an sich. Schön. Schön designt. Mit diesem grünen Wasser und diesen grünen Flair alles gehalten. Grüner Pilz. Okay, normalerweise war der grüne Pilz, war eben noch ein Giftpilz. Sah auch ein bisschen anders aus dabei. Ah, oh, fucking Fledermäuse. Könnte ich mich wieder aufregen. Ha. Ja, genau. Versuch mich zu treffen. Du schaffst es nicht, wenn ich einen Shell hab. Boah, den sehe ich da doch schon. Kann ich hier durch? Nur. Aber hier lang. Na komm her. Moment. Okay, ist nur ein bisschen verkacktes Geld. Egal, braucht keiner. Darunter oder da rechts? Ich glaube, die Möglichkeiten bleiben mir offen. Wobei, ich glaube, unten kann ich mein Item ergattern. Ah, scheiße. Für dieses Popel. Nein! Nein! Alter, ich renne den Weg runter. Lass mich treffen, um dann zu verrecken? Ohne mich, Mann. Wie schlecht ist das? Einen ganzen Umweg nur für einen Giftpilz, ja? Was heißt denn nur? Für einen Giftpilz halt. Moment, den töte ich. So. Euch töte ich alle. Potenzieller Amokläufer und so, ne? Und dann hier, ne? Nix. Münzer. Nix. Schießen. Daneben und getroffen werden von einem Versager-Gumba. Boah, ist das blamabel, Mann. Okay. Moment, konnte ich da denn hoch? Scheinbar nicht. Okay. Ah, alles steil, alles. Na komm. Ach, geil. Fliegen. Das kann ich gebrauchen. Wobei, fliegen kann ich hier damit immer noch nicht. Sondern nur so ein bisschen gleiten. Und natürlich die super coole Spin-Attack, womit ich alles in jedem klein kriege. Oh oh. Anscheinend brauche ich einen blauen Dings. Habe ich aber nicht. Wobei, der hat mir eigentlich nur ganz kurz für diese Plattform geholfen, oder? Ach, scheiße, das Ding lebte wieder. Ich habe da gar nicht aufgepasst gerade. Fuck. Moment, Moment, nein, das mache ich ein bisschen cooler. Scheiße. Ach so, nee, ich wollte die Cape gar nicht wieder haben. Ich wollte nur irgendwie auf festem Boden landen. Und den einfach mal mit ins Ziel nehmen, so, wisst ihr? Aber jetzt habe ich mich gecheatet. Jetzt ist es auch egal. Okay, ein neues Level mit Secret Exit. Mostly Vanilla. Also ein Level, was wohl im Stil von einem lustigen Spiel namens Super Mario World dienen soll. Haha. Nee, jetzt ernsthaft, das soll schon wie Mario World Vanilla, ne? Also es ist nicht so 100% Vanilla, weil es ist ja ähnliche Sprites, aber. Ach, scheiße. Nein. Ach, egal. Ich will das nicht. Nur ich gehe jetzt hier unten lang. Das Wasser sieht sogar ein bisschen schlechter aus als Mario World, finde ich, weil. Sieht irgendwie so ein bisschen. So einfach nur ein Strich, weißt du? Das sieht ein bisschen eintönig aus. Hier komme ich wohl momentan nicht lang. Vielleicht brauche ich einen silbernen Switch oder so. Gucken wir mal. Oh. Ah, nein. Das erinnert mich ziemlich an das eine Level aus Mario World. Da könnte man auch. War auch irgendwie so Wasser und. Kann man auch in mehrere Richtungen lang. Alter. Wie mich das Spiel nur am Verarschen ist. Was ist denn jetzt dieser. Okay, das Ding bekomme ich eh nicht zu Gesicht. Geil. Oh, oh, trifft er mich dann noch? Wie gammelig. Gammelig! Ich kann machen, was ich will. Ich verliere diesen Zweikampf immer. Da! Ja, da habt ihr's. Ich verliere den immer. Komme ich hier irgendwie hoch? Ach so, ich brauche wahrscheinlich einen Football dafür, ne? Ach, leck mich doch. Ich verliere nicht gegen diesen Goomba. Oder kann ich hier lang zum. Wo sind denn jetzt die anderen beiden? Ach, da. Ja, komm. Und jetzt bin ich schon wieder hier, wisst ihr? Das ist so zum Kotzen gerade. Ich gehe einmal nur kurz zurück und bin schon wieder tot. Ah, so komme ich ja anscheinend auch hoch. Was war das? Eine Röhre? Eine Röhre.
Werde ich auch nie zu Gesicht bekommen. Ja. Ganz nett. Ah, Mann. Ich wollte den nur weghauen, aber es war schon zu spät. Komm, lass mich durch. Komm, lass mich durch. Danke. Schlüssel, okay. P-Switch, okay. Wo bin ich denn hier? Komme ich irgendwie von hier wieder zurück? Alter, was? Das hat mich doch gar nicht erwischt. Komm, das ist doch langsam lächerlich. Der springt einfach rüber und landet einfach auf dem Boden und trifft mich natürlich. Das zweimal. Man lernt natürlich nicht aus den Konsequenzen. Boah, langsam nervt das echt mit dem Sterben. Was habe ich hier? Das Schlüsselloch, geil. Weiß ich mal, wo ich das Schlüsselloch finde. Okay, Moment. Moment, ich muss das jetzt irgendwie aktiviert bekommen. Na komm. Nein, Mario, wieso kannst du denn gar... Danke. Hier haben wir... Okay, ein P-Switch. Moment, Moment. Okay, ich muss das anders machen. Ich muss das ganz anders machen. Ich muss den... Wo sind die Stacheln? Ich muss das hier drücken, also. Ah, ich war schon zu langsam. Moment. Nochmal. Am besten so. Und dann schneller runter. Und das dann machen. Und dann habe ich beides offen. Genial. Und jetzt muss ich gucken, wie ich mit diesem P-Switch halt den Schlüssel bekomme. Weil, wissen tue ich das leider nicht. Hier ist aber auch irgendwie nichts, ne? Gibt es wenigstens so ein Power-Up oder so was Geiles? Hier, hier. Nix, ne? Schade. Gehe ich mal damit wieder hoch. Guck mal, ob hier was war. Moment, da kann ich doch hoch. Dann will ich das auch machen. Aber dafür brauche ich erstmal an hier Lauftempo. Kriege ich mit Anschwung und so. Ah, den müsste aber da... Wo ist der denn hin? Das ist nicht einfach, weil der... Moment. Dich töte ich erstmal. Ist gerade ein bisschen kompliziert. So. Ja. Nein! Oh! Natürlich reicht das nur fast. Zumindest so fast, dass es noch aussieht, als würde es ein Erfolg sein. So, jetzt. Danke. Ja, klar, ist ganz schön verkackt. Ein One-Up. Leck mich, dummes Spiel. Kann ich hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Oh Mann, das kotzt doch einfach nur an. Okay, den konnte ich nicht sehen. Allerdings, was passiert, wenn ich ihn hier drücke? Ja, tatsächlich, dann komme ich hier rein. Ist ja interessant. Aber irgendwie auch ein bisschen blöd, weil... Ah, hier habe ich ihn wieder. Gut. Ich muss das hier wieder aufmachen. Aber kein Problem. Ist an sich zwar sehr kompliziert, den zu bekommen, aber... man weiß, wie es geht. Sagen wir so. Zumindest komme ich da drauf. Nein! Boah, Alter, ich bin so ein Versager! Komm, einfach rein damit. Und gut ist. So. Fisch tastet gut, aber es tastet auch ein andermal gut, weil wir das Level nochmal machen hier. Und diesmal mit Speedrun. Das ist richtig Mario-Fan. 888-like. Speedrun Super Mario World Level 1. Oh! Nein! Okay, hier. Safe State. Hier. Dann kann mir nichts mehr passieren, weil dann haue ich diese ganzen Viecher... Hier, Safe States. 10.000. Dankeschön. Dankeschön, dass du mich mal ausnahmsweise nicht getötet hast. Ich bin der beste Mario-Spieler der Welt. Mir darf sowas nicht passieren. Ach du Scheiße. Okay, das war einfach nur Faulheit. Weil ich jetzt keinen Bock hatte, nach unten auszuweichen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur verkackt schwer ist oder mir liegt. Weil es sieht an sich nicht schwierig aus, das Spiel.
habe ich so auf jeden Fall den Eindruck. Moment, nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Ich cheate mich jetzt da hoch. Okay, das wird nicht ganz so einfach. Ah? Na, vielleicht klappt das auch nicht. Ah, warte. Moment, muss ich ganz geschickt machen. Moment. Ah. Ja. Na also, es geht doch. Okay, dann hier weiter. Ich bin groß und stark und habe voll mein Ego und Selbstbewusstsein zurückerlangt. Moment, hier will ich aber nicht lang. Ich will hier unten diesmal hin. Ach, das Ding lief. Das kotzt mich sowieso an diesen Hack an, aber hier unten war eh nur ein Pilz, also. Ich bin wieder normal, okay. Egal, dann mach mal hier auf. Oh komm, lass mich durch. Wieso? Ach. Nein! Boah, es ist zum Kotzen. Danke. Mensch. So muss ich wohl hier lang. Wow. Das war gerade richtig komisch. Moment, wie komme ich denn jetzt ins Normal Exit rein? Nein. So schon mal nicht. Okay, das ist ja auch mal ganz witzig. Ich weiß nicht, wo das Normal Exit ist. Oh, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht drücken. Was? Was? Ja klar, ich cheate das Ding so da hoch, dass der Pilz rauskommt und das Ding da oben landet. Versucht das nachzumachen. Ihr kriegt's. Warte, was kann ich euch geben? Für jeden, der das schafft, aufzunehmen, wie er genau diesen Glitch macht. Keine Ahnung. Da bekommt dann eine schriftliche Empfehlung von mir. Als bester, was weiß ich, Let's Player, Tutorial-Macher, irgendwas, was ihr auf YouTube seid. Moment, ich könnte eigentlich auch hier oben lang. Aber habe ich nichts von. Boah, leckt das manchmal. Weiter durch habe ich eigentlich auch nichts von. Hier, komm. Stopp, 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 stopp. Wenn ich hier nämlich durchgehe, dann kriege ich einfach noch einen davon. Also echt mal. Nee, davon hätte ich leider nichts. Kann ich sonst irgendwo hin oder so? Irgendwie habe ich gerade langsam keinen Bock mehr. Was ist, hat's eigentlich damit auf sich? Was, wenn ich... Ah. Okay, das macht natürlich Sinn. Aber wie sollte ich denn... Moment, Moment, Moment. Ich drücke nur einen erstmal. Um damit entsetzen festzustellen, ich hätte einfach so hier hochlaufen können. Wie soll man darauf kommen, dass man den hier drücken muss? Das ist einfach nur so... Wirklich... Pff, nur durchs Rumprobieren. Kriegt man das hin. Ach, ihr seid mir zu viel. Die sterben gar nicht davon. Auch gut. Wieso sterben... Ach ja, der funktioniert ja... Wie ein blauer P-Switch, weil er durch eine Röhre gekommen ist oder so, ne? Oder wie war das? Moment, lass mich mal an alle, die Mario World richtig gut von euch kennen. Wie war das nochmal? Wenn man einen silbernen P-Switch durch eine Röhre mitnimmt, dann wird er zu einem blauen, oder irre ich mich da? Das heißt, demzufolge habe ich auch eben einen blauen eingesetzt, oder? Ich weiß es nicht mehr, ich denke. Oh, oh, Ghost House. Wenn das schon so in Frage gestellt wird, nur mit dem Fragezeichen dran, könnte ich schon wieder ausrasten. Mal sehen, was haben wir hier drin? Das ist kein Ghost House. Das ist ein... Das ist diese Bowser Factory, die es auch Mario Gives Up 1 gab, mehr oder weniger. Mit Musik aus Donkey Kong Country, oder? Ja. Nein, kein Item für mich. Wow. Geil. Zumindest könnte ich das schon eher begrüßen als ein Ghost House, ganz ehrlich. Das finde ich tausendmal besser als ein Geisterhaus. Nein. Ich meine nein zur Situation, nicht zu meiner Aussage natürlich. Meine Aussage bleibt immer noch. Schießt er da oben auch? Ja, und natürlich genau dann, wenn ich hochgeschossen werde. Wie krank ist das, bitte? Wenn ich extra abwarte, um bloß nicht getroffen zu werden und dann kommt sowas. Jetzt muss ich irgendwie da hoch. Danke.
Und hui. Und ab in die Tür. Was ist das? Ach, diese... Moment. Das ist eine tricky Section. Der Boden ist nicht komplett, deswegen musst du darüber gleiten mit einer Rakete. Hold down the B-Button to raise up. Was? Nein, das wollte ich doch gar... Alter, was? Alter, du Scheiße. Ach so. Ah ja. Zurück kann ich nicht. Ah, sowas kann ich hier. In einer Rakete. Gab es sowas in Donkey Kong Country? Ich meine irgendwie nicht. Also was ähnliches gab es noch in Rayman 2. Müssen wir uns stellen, weil es mit so einer Rakete da. Mit so einem Fass, angezündeten Fass da rumlaufen. Aber Rayman war oben drauf und nicht da drin. Wieso läuft die Musik eigentlich jetzt verschnellert? Ich meine, die Zeit ist noch gar nicht knapp, sag ich mal. Aber da haben wir auch unser... Yay. Moment, so. Geil. Hätten wir das auch. Besser als ein Geisterhaus, ja. Back to the norm. Okay, los geht's.